Für das freie CMS-System Joomla gibt es einen Marktplatz. Dieser Marktplatz nennt sich Virtumart. Und wer diesen in Joomla angelegt hat, gilt es jetzt, den Markt mit Produkten zu füllen. Leider ist das im Backend relativ aufwendig, weil wir hier viele Produkte einzeln mit der Hand eingeben müssen. Wenn wir uns in die Administrationsoberfläche einloggen von den WirtMart, gehen wir in die Komponenten WirtMart und sehen hier unsere Shop-Komponente mit den einzelnen Sachen. Und wie wir sehen, unsere Produkte auflisten, haben wir noch kein einziges Produkt drin. Also können wir auf der Frontend-Seite auch noch nichts anklicken. Ich hatte hier nur die Kategorien angelegt. Da wir jetzt ein neues Produkt erstellen müssten, müssten wir hier auf Neu gehen. Und jetzt geht das los. Hier wollten wir die SKU angeben, also das ist die laufende Produktnummer. Wir geben hier eine fortlaufende Zahl mit einer gewissen Anzahl an Stellen ein, die beliebig wählbar sind. Dann geben wir den Artikelpreis netto brutto ein, dann unseren Mehrwertsteuersatz. Hier können wir die Display-Options aussuchen, ob wir Produkt Kinder mit hinzufügen wollen, unseren Produktstatus, wie viel vorrätig sind, Minimum und Maximum, was verkauft werden darf. Dann können wir hier die Produktdimension und Gewicht angeben. Das ist wichtig, wenn wir vor allen Dingen gewichtbezogene Versendung machen wollen, also sprich, ob das bei DHL über Paket oder Päckchen rausgeht. Natürlich haben wir hier die Produktbilder, die wir reinladen müssten. Um uns die ganze Arbeit etwas zu vereinfachen, gibt es sogenannte Import-Export-Tools. Es gibt kostenfreie Tools, die sind nicht so ideal geeignet. Ich habe lange rumprobiert und irgendwann mal bin ich zu dem Entschluss gekommen, ein bisschen Geld zu investieren, weil irgendwann mal wirft der Webshop ja auch Gewinn ab und da kann man es dann gegen verrechnen. Das Tool nennt sich VirtuaMart Data Manager. Das, was hier gekauft werden müsste, ist die Pro-Version, weil die Pro-Version beinhaltet Import und Export für das VirtuaMart, genau. XML, CSV und PDF-Import und das kann sich alles durchlesen. Um das ganze Ding zu testen, kann man natürlich auch eine freie Version herunterladen, eine Demo-Version. Hier ist es aber nicht möglich, einen Import oder Export zu machen. Zu den Data Manager in der freien Version gehört natürlich auch ein Plugin, was wir im Backend-Bereich von unserer Joomla-Administration installieren müssen. Und wer das Ganze kauft, erhält ein Komplettpaket. Das sieht dann so aus. Also wir haben eine Komponente und ein Data Manager R. Dieser ist zuständig für die Installation auf den heimischen Rechner zu Hause. Das R-Paket ist nur zu installieren mit den Adobe R. Also das müsste vorher runtergeladen werden und das findet man auch in der Produktbeschreibung, in den FAQs, VDM-Installation. Hier finden wir Get Adobe R und dann sollen wir das installieren, weil das alles über Flash läuft. So, nun zurück. Wenn wir die freie Version oder das geladen haben oder das Produkt gekauft haben, gilt es erstmal, dass wir in unserem Shop über Erweiterungen installieren, uns das entsprechende File heraussuchen, dann hineinfügen und nach oben laden. Wenn wir das gemacht haben,
haben wir einen zusätzlichen Komponentenpunkt und hier gehen wir in die globalen Settings rein. In den globalen Settings geben wir hier unsere URL an, also das wäre der Mittelaltermarktplatz.com mit www. Okay, die anderen Einstellungen können so belassen werden. Bei JomlaBase, wer seinen Shop auf einer externen oder in einem Unterordner installiert hat, gibt hier natürlich dann die URL oder noch das kurze Shop oder sowas an. Das ist aber alles in den Installationsanleitungen von der VDM-Installation zu finden. Also das ist eigentlich relativ easy zu verstehen. Wenn das gemacht wurde, ist es noch wichtig, dass wir die ganzen Einstellungen kontrollieren und überprüfen, also wo wir uns überall authentifizieren wollen, was wir herunterladen wollen, etc. Und Produktmanagement. Und hier ist es wichtig, dass der Haken bei Enable Web Services gesetzt wird. Okay, wenn wir das gemacht haben, ist es vor allen Dingen wichtig, dass wir in der Konfiguration des Servers dann natürlich auch die Webservice zulassen. Das ist zumal bei der Jamla Version 1.5.25 noch notwendig. So, nachdem das alles geschehen ist und alles nach oben geladen ist und alle Einstellungen eingestellt, geht es nun dran, die Virtumart oder den VDM-Manager zu installieren. Das hatte ich schon gemacht. Wenn der installiert ist, kommen wir auf so eine Administrationsoberfläche. Hier geben wir einfach unsere URL ein, dann den Login und unser Passwort als Administrator auf die Seite. Im Übrigen ist das nur ein Dummy-Account, dieser wird nach dem Video wieder gelöscht. Wer eine Bezahlversion hat, muss hier seinen Produktkey eingeben. Den lasse ich einfach jetzt mal so drin stehen und blende den nicht aus, weil der URL bezogen ist. Also wer das gerne abtippen möchte, kann das gerne probieren, aber den wird das nicht viel nützen. So, nachdem wir auf Login geklickt haben, lädt sich der Virtumart Manager die ganzen Daten aus dem Shop herunter. Nachdem das Ganze nun geladen ist, befinden wir uns hier in den Kategorienmanagern. Also die Kategorien sind in meinen Markt schon angelegt. Die Kategorien befinden sich in den Virtumart. Und Kategorien auflisten oder eben halt neue Kategorien hinzufügen, wo wir dann einfach Beschreibung eingeben. Okay, soweit so gut. Jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Manager. Wir haben ja unseren Produktmanager. Nun ist es so, wir haben kein einziges Produkt da, aber wir haben eine riesengroße Excel-Liste. Die riesengroße Excel-Liste haben wir von einem Händler gekriegt, wo das alles ordentlich beschrieben ist, mit Größenbezeichnungen, mit Verkaufspreisen. Und ich habe mir jetzt einfach aus der Produktliste die wichtigsten Daten oder Beispieldaten heraus extrahiert und habe diese erstmal separiert. Und diese separierten Daten habe ich in ein extra File reingepackt, was quasi das Import-Export-File für meinen Markt ist. Hier ist es besonders zu beachten, diese Zeile hier oben ist fest vorgegeben. Das erkläre ich dann später nochmal bei dem Export, wenn wir das machen, dass wir da alle Haken anhaken müssen. Hier muss im Prinzip alles angegeben werden, was auch in der Datenbank von dem Markt dann enthalten ist. Wenn wir Produkte neu anlegen, ist es wichtig, dass die Spalte ID leer bleibt. Diese wird nicht befüllt,
weil der Markt oder das Wirtomat von alleine Produkt-IDs für neue Sachen vergibt. Das, was ich im Prinzip gemacht habe, ist den Namen angegeben, also wie das Objekt heißt, was wir verkaufen wollen. Dann die SKU, das ist im Prinzip die Produktnummer. Diese habe ich jetzt einfach von Händler übernommen. Dann geben wir hier den Preis an, in was für einer Währung. Dann geben wir eine kurze und eine lange Beschreibung an. Und hier kann man natürlich dann auch noch eingeben, welche Tax-ID, also sprich, mit was für einer Mehrwertsteuer wir hier arbeiten und ob die Produkte publiziert werden sollen oder ob die erstmal im Hintergrund liegen und einfach nur da sind. Okay, das füllen wir auch einfach mal aus. Ich ziehe jetzt einfach mal das jetzt nach unten. Wusch. So, okay, das geht noch weiter. Bis welcher? Okay, bis 48, 48, ja. So, dann das nächste, in was für einer Produktkategorie wir das ansiedeln wollen. Natürlich ist das jetzt erstmal Dummy-Content. Und ich hatte schon Produktkategorien angelegt. Und wir packen das einfach mal in die Kategorie Schwerter rein. Und das hat die ID Nummer 1. Also gehen wir zurück in unser Excel-File und tragen die Produktkategorie 1 ein. So. Bis zur Zeile 48. Damit das dann auch alles seine Richtigkeit hat. So. Wenn wir das gemacht haben, ist das Ganze wichtig, dass wir dieses File speichern unter als CSV-Textzeichen getrennt speichern. Speichern. Jetzt bekommen wir einen Hinweis, dass das CSV-File wirklich nur ein Blatt unterstützen kann. Wir sagen okay und jetzt bestätigen wir hier die Meldung auch mit ja. So, nachdem dies gemacht ist, hüpfen wir in unseren Manager hinein und gehen auf Import Data. Hier sagen wir, wir wollen die Produkte updaten. Hier hat man nochmal die Informationen, welche Felder das CSV-File enthalten muss. Okay, jetzt klicken wir auf Raus und dann sagen wir Dummy-Test öffnen. Okay, ich will meine Produkte importieren. Und das Feld Update lassen wir leer, weil wir wollen ja neue Produkte hinzufügen. Weil wir haben ja, Moment. Was richtig, weil wir haben ja hier vorne keine ID vergeben. Okay, wenn das gemacht ist, sagen wir einfach Import und jetzt geht die ganze Sache los und importiert sich von selbstständig. So, jetzt sind alle Daten importiert. Wir gehen wieder zu unserem Produktmanager, tun das Ganze refreshen und jetzt sehen wir, dass unsere Produkte hier drin sind. Hier können wir natürlich jetzt noch in den unteren Bereich alle Produkte anpassen, Bilder hinzufügen, die Verfügbarkeit können wir dann alles für das Item nochmal ändern. Und wenn wir hier irgendwie was ändern wollen, und haben das geändert, sagen wir dann, also wir wollen ja jetzt 20 Euro haben, sagen wir einfach auf Update und die Spalte wird geupdatet und er sagt mir, ah, okay, geupdatet. So, das war es im Prinzip schon. Jetzt haben wir 48 Daten in unseren Virtualmarkt reingebracht.
Jetzt schauen wir mal auf unsere Webseite, gehen zu Produkte auflisten und sehe da, wir haben die Produkte alle komplett drin. Und wenn wir jetzt in unseren Shop gehen und was war das Schwert da? Genau, sehen wir hier unsere ganzen Produkte, die verfügbar sind und können hier natürlich auf Details klicken. So, hier funktioniert das dann, wie viel wir in unseren Warenkorb hinzufügen wollen, unsere Produktbeschreibung, das Bild, was später dann noch hinzukommt und unsere Versandinformationen. Natürlich haben wir jetzt auch die Möglichkeit, hier verschiedene Dropdown-Felder einzufügen. Also sprich, wenn wir eine bestimmte Größe von irgendwo was haben wollen, können wir das zum Beispiel oder machen wir das direkt im Produkt selber unter Produktstatus. Hier gibt es sogenannte Attributlisten. Hier geben wir einfach ein Size, also das ist die Größe. Dann sagen wir, okay, die Größe M hat den Mehrpreis von 10 Euro. Dann eine neue Eigenschaft, die Größe L kostet 20 Euro mehr. Und eine neue Eigenschaft, die Größe XL kostet 30 Euro mehr. So. Okay. Wenn wir das gemacht haben, würde dies jetzt für das einzelne Produkt gelten. Das würde dann bedeuten, wenn wir uns nochmal wiederholen. Genau. Können wir jetzt sagen, okay, wir wollen die Größe L haben. Da werden automatisch auf die 20 Euro nochmal die 20 Euro hinzugefügt und wir sehen dann hier in unserem Warenkorb, okay, der flache Ring kostet 40 Euro, weil die Größe L kostet zusätzlich. Wenn wir hier keine Auswahl haben wollen, geben wir einfach bei Produktstatus noch eine neue Eigenschaft ein und schreiben ein Bedarf. Oder wie auch immer, und geben hier einen Preis von 0 ein. Hier ist es unbedingt wichtig, dass ein Preis drin steht. Jetzt tun wir das Ganze speichern, gehen wir mal zurück zu unserer Installation. Okay, und jetzt haben wir hier keinen Bedarf. Und da wird zu den 20 Euro, wenn wir das jetzt hier hinzufügen, der Flatring nur für 20 Euro eingestellt und mit dem Kommentar für uns als Händler, dass nicht zusätzlich gewünscht wird. Das, was ich jetzt händisch erledigt habe zu den einzelnen Produkt, können wir natürlich wieder uns über unser Excel-File erledigen. Hier ist es notwendig, dass wir das Feld Attribut anklicken. In den Attribut wird quasi festgelegt, die Dropdown-Felder. Wir hatten gesagt, die Größe L kostet 10 Euro XL 20 und sagen wir mal, M kostet 0 Euro. So, okay. Das machen wir jetzt für alle Produkte. Okay. Tun das Ganze wieder speichern unter Dummy Test 1. Speichern. Ich behandle das Ganze jetzt mal so, als ob man neue Produkte hinzufügen würde. Wir loggen uns nochmal ein, damit das eine saubere Sache wird. Er lädt jetzt die Produkte, wir laden sie im Hintergrund.
Gehen natürlich wieder zu unserem Importdata. Okay, wir wollen unsere Produkte hinzufügen. Wir suchen unser damit Test 1-File aus. Okay, und jetzt importieren wir das Ganze. Nachdem das Ganze importiert worden ist, haben wir in unserem Produktmanager hier weiter unten dann unsere Attributliste mit den verschiedenen Größenangaben. Und wenn wir jetzt zu unserem Markt hüpfen und aus unserer großen Liste irgendwas auswählen, Details, haben wir hier dann unsere Dropdown-Felder drin. Ne, Warenkorb können wir dann löschen. Super. So, natürlich können wir auch mit dem Manager, also hier kann man noch wahnsinnig viel mehr einstellen. Hier kann man sehen, wann was geordert wurde, welche Customer hier drin sind, also welche Manager. Dann kann man die ganzen Administratoren und Shopper etc. angucken. Hier sieht man, wann was geordert wurde. Man kann das nach den Kategorien sortieren, nach den Shoppern, also da sieht man die Leute, wer was gekauft hat und so weiter. Ja, woher das gekauft worden ist. Also das ist eine recht umfangreiche Komponente. So, was ich aber jetzt machen wollte. Hier ist es so, hier oben werden jetzt nicht alle Tabellenzeilen angezeigt, die in unserem CSV-File vorhanden sind. Das kann sehr, sehr nachteilig werden, weil wenn wir das Ganze jetzt als CSV exportieren, wird das in unserer, genau, das ist Nummer 22, ja, sieht man das natürlich auch in unserem Excel-File. Also hier haben wir nur die ID, den Namen und wie viel vorhanden ist. Das ist eben halt der Nachteil, wenn wir jetzt hier drin rumeditieren und laden das wieder hoch. Da könnte es sein, dass der Markt irgendwie ein bisschen verrückt spielt. Also ist es wichtig, dass wir in den Manager einfach durch Klick auf Show Hide haben wir hier die Möglichkeit, alle Columns anzeigen zu lassen. Also den Tipp hat mir der Entwickler gegeben. Ich hatte mich heute mit ihnen hin und her geschrieben, dass das unbedingt zu beachten ist. Und dann, das ist ein elendisches Geklicke, hatte ich mich auch schon beschwert, dass das geändert werden soll. Ja, also wenn man dann alles hier hinzugefügt hat, weil das CSV-File muss richtig korrekt sein, ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Darum haben so viele auch bei den anderen Shops Probleme, wenn die die CSV-Files editieren, dass die nur bestimmte Sachen auswählen und dass das dann mit dem Import nicht klappt. So, jetzt haben wir alles ausgewählt. Super, jetzt machen wir nochmal einen Export. Also der gibt ja immer so ein Timestamp drauf, um was für eine Uhrzeit. Okay. So, und wenn wir uns jetzt das aktuelle File anschauen, sehen wir hier, das ist hier oben genau das gleiche hat. Also das geht bis zu der Spalte AQ. Und wenn wir unser anderes Excel-File angucken, was wir hatten, das geht auch bis Zeile AQ. So, okay. Habe ich jetzt das falsche?
damit ist eins. Okay, muss ich nochmal aufmachen, verzeihen. So, okay, haben wir aufgemacht. Hier sehen wir, dass der Bluetooth-Mart die IDs schon vergeben hat. Und jetzt wollen wir hier Änderungen machen an den ganzen Pfeilen. Das würde sich so auswirken: Wir wollen Produktbezeichnung ändern. Sagen wir, dann hier 1. So, und ändern das. Okay. Jetzt sagen wir natürlich Datei speichern unter Produkt CSV durch Zeichen getrennt. Und so, export speichern. Ja, wollen wir natürlich wieder rein. Wir gehen jetzt wieder in unseren Manager rein. Sagen Import Data, wir wollen wieder Produkte updaten oder Produkte reinladen, dann sagen wir unser Export, unser geänderter. Und hier müssen wir jetzt sagen Update. Eine Kombination aus neue Produkte und Update funktioniert bei dem Tool nicht. Okay, jetzt tun wir das Ganze importieren und er tut das auch alles umbenamsen. Nachdem das Ganze passiert ist, gehen wir wieder zurück in unseren Produktmanager und tun die ganze Seite refreshen. Und dann müssten wir hier oben unser Dummy 1 sehen, unser Dummy 2, also das, was wir geändert haben. Produktbilder einfügen wäre jetzt im Prinzip so: Wir könnten Image-File raussuchen, also unser Thumb-Image, unser kleines, und dann unser Full-Image, das wäre das. Jetzt nur beispielhaft. Jetzt hätten wir unsere Bilder und das würde dann, wenn wir das Ganze updaten tun, okay, müssten wir jetzt in unseren WordMart unter Dummy 6. Was war denn? Das war nur schwer da. Dummy 1, Dummy 11. Da wieder mal super geordnet. Dummy 22. Hatte jetzt unser Produktbild hinzugefügt. Unser großes. Und wenn wir jetzt in die Details gehen, finden wir natürlich unser kleines Bild. Wir können uns auch hier das größere Bild anzeigen lassen. Im Prinzip könnte man jetzt Bilder in den Virtualmarkt einfach hochladen in das entsprechende Verzeichnis. Dann macht man einen Export in das entsprechende, das war unser letztes, genau. Und hier sehen wir dann, müssen wir unsere Bilder sehen. So. Dann 6, genau. Hier sehen wir unser Image. Das ist unsere Beschreibung. Hier sehen wir unser Image. Das könnten wir im Prinzip nach oben ziehen. Und hier sehen wir unser Full Image, könnten wir nach oben ziehen. Also im Prinzip könnten wir hier Bilder verbreiten, die mit von 1 bis 1000 durchnummeriert sind und die Maße 90 mal 90 haben. Und hier könnten wir Bilder vorbereiten, die eben halt unsere großen Produktbilder entsprechen. Wenn wir das Ganze dann speichern würden unter damit Test 2 speichern.
speichern. Ja. Und importieren das Ganze wieder. Import Data. Browser. Dann das 2 öffnen. Okay. Haben wir dann letztendlich in unserem Shop bei den Dummy-Bildern überall dasselbe oder unterschiedliche Produktbilder. Und in unserem Webshop haben wir dann natürlich auch unsere Schwerter und unsere ganzen Dummy-Produkten die Produkt-Images drin. Das wird dann eins Details. Im Prinzip relativ einfach und simpel. Ja, das war es erstmal soweit dazu, wie das mit den Manager so funktioniert. Ich finde es eine geniale Sache und man muss nicht so viel rumexperimentieren. Und ja. Nächstes Tutorial kommt bestimmt noch, wie ich dann zeige, wie man unterschiedliche Bilder einbindet, dass man alles auf einen Rutsch quasi über Stadelverarbeitung machen kann.